Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch mal die Inkfarben ausprobieren. Ich habe mir die von online hat gekauft. Das war ein Set. Ich glaube, das könnt ihr bis heute bestellen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Da ist auch ein Ink Cleaner bei gewesen. Ja, Bestandteil Isopropanol. Ja, könnt ihr nur meinen Cleaner nehmen, aber der war im Set. Und dazu gab es noch eine Inktasse. Wer auch ein kleiner Honor hat, sucht ihr es, weiß, Tassen sind gut. Wir brauchen alle diese Tassen. Ja, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt mir hier einfach 6 Tipps fertig gemacht, weil ich dachte mir, so 12 Tipps auf ein Bild zu kriegen, ist ein bisschen schwieriger. Und mache ich das dann halt 2 Farben auf einen Tipp. Also hier gibt es einmal, ich lese immer die Farben vor, das ist einmal hellblau, dann orange, weinrot, lila, grün, rot, braun, hellrot, pfirsich, dann pink, gelb und zu guter Letzt schwarz. Ja, und halt der Cleaner war noch mit drin und die Tasse. Die Tasse habe ich jetzt aber schon weggestellt. So, ich habe jetzt mir hier einfach einen Tipp genommen. Ich mache einfach mal blau und grün auf ein. Ich habe da einfach einen weißen Gel-Lack drauf gemacht. Da ist eine Schutzschicht drauf, die habe ich nicht gecleanert. Ich glaube, das soll man so machen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann nehme ich mir einfach jetzt mal das Grün. Legt mir hier eine Zillette hin, weil man soll das ja abtupfen. Wir kennen ja die Videos aus Facebook, keine Ahnung, so Instagram vielleicht auch. Habe ich noch nicht. Hier kommt aber bald. Dann streiche ich mal hier was ab. Und dann setze ich mir mal hier so ein paar Punkte. Ja, ich soll doch Punkte machen, nicht so eine. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Also auf jeden Fall echt cool. Also ich finde, es stinkt auch nicht oder so. Klar, es riecht halt so ein bisschen ähnlich wie Edding. Aber ich finde, es ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde, das funktioniert also mit Grün auf jeden Fall schon mal gut. Also ich glaube, dass alle Farben funktionieren werden. Aber ich möchte euch die natürlich auch alle einmal zeigen, weil die gibt es ja jetzt auch im Shop. Und nee, ganz ehrlich, ich habe eigentlich 12 Farben, ist schon wirklich viel, weil ich mache das nur privat bei mir. Aber weil ich mir gedacht, nimmst das ganze Set, dann kannst du den ganzen Mädels zeigen, wie die Farben sind. Ich schalte es jetzt mal nur an einem Fläschchen ab und nicht daneben. Wenn da so ein Haar absteht, ist das schon ein bisschen doof. Da steht es nicht mehr ab. Also es ist schon cool auf jeden Fall. Die Farben sind auch schön knallig. Also ich habe mir gedacht, nämlich, dass wenn das auseinander geht, so ein bisschen, dass es in der Mitte ein bisschen mehr durchsichtiger wird. Aber wird es nicht. Das ist gut. Also ich finde es gut. Also das ist auf einmal blau-grün. Also ich finde, das auf jeden Fall sieht echt cool aus. Dann nehme ich, na, Orange und Weinrot zusammen. Macht zuerst Orange. Also es funktioniert echt gut. Also es trocknet auch schnell. Ich guck mal. Ich glaub, beobachte gerade das hier oben. Trocknet auf jeden Fall wirklich schnell. Also ich hätte nicht gedacht, dass. Ja, das fände ich schon mal gut. Dann nehme ich mir jetzt hier das Weinrot. Oh, das ist ein schönes Rot. Ja, das Rot gefällt mir sehr. Das kommt schon mal ein bisschen ab, also
Das dahingestellt, weil das ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe aber, glaube ich, ein bisschen viel Farbe drauf gehabt. Aber ich glaube auch, weil da auf dem ist ja nicht so eine starke Inhibitionsschicht. Will ich das mal ausprobieren. Ich nehme mir jetzt einfach mal einen Tipp und mach mir einen Phasengel drauf, weil das hat eine Inhibitionsschicht. Holla die Waldfee. Also das klebt sehr gut immer. Mal gucken, ob es dann auch so ist oder vielleicht besser auseinanderspringt. Testen wir einfach mal. So, einen Nervenzusammenbruch später. Man sollte die Inkfarbe aus Versehen nicht umschmeißen. Aber von den Fingern geht es jetzt nicht so gut, aber also mit Cleaner bestimmt. Nervenzusammenbruch gerade pur. Ich muss das auch rausschneiden, weil da werden Sachen gesagt, die glaube ich nicht so für das Internet bestimmt sind. Doch, geht super ab, auch mit Cleaner. Also mit Cleaner geht das super ab. Ja, das ist schon wieder ärgerlich, aber das bin ich. Das ist einfach wegschmeißen. Brauchen wir nicht. So, jetzt nehme ich das Dunkelrot, was ich jetzt gerade schön misshandelt habe. Hab den Tipp mit Aufbaugel drauf, also mit einer Schwittschicht. Ja, seht ihr das? Das geht irgendwie viel besser, finde ich. Ja, also ich finde mit Schwittschicht. Machen. Also ich finde mit Schwittschicht, ich zeige euch gleich mal den Unterschied. Dann kommt das Hellrot. Na, der Pinsel ist ein bisschen zerfleddert. Aber ist nicht so schlimm. Ja, ich sollte so ein bisschen abstreifen, ne? So. Ja, auf dem sollte eigentlich auch eine Schwittschicht sein, aber die ist so gut wie nicht vorhanden. Ja, Fingerabdruck. Die ist so gut wie nicht vorhanden, aber auf einer richtigen Schwittschicht sieht das echt richtig cool aus. Dann werde ich jetzt erstmal die anderen Nägel überall immer Aufbaugier aufmachen. Jetzt sind jetzt hier fertig. Ich habe da schon mal was Braunes drauf, weil ich jetzt mit Braun weitermache. Ganz mal ausgehärtet. Ich habe nämlich gerade noch schnell die Hände gewaschen, weil das war doch ein bisschen eklig. So. Ja, seht ihr das mit Schwitschig? Geht das viel besser? Ja. Also, es muss eine Schwitschicht drauf sein. Es kann auch sein, dass es irgendwo beschrieben steht oder sowas. Ich wollte es aber selbst ausprobieren. So, dann kommt das Lila. Also ich finde, die Farbtöne allein an sich gefallen mir schon sehr, sehr gut. Oh, jetzt auch ein schönes Lila. So, ein paar Punkte machen einfach. Das ist eigentlich total einfach, ne? Seht ihr das? Warum auch nicht, ne? Also ich finde das eigentlich schon cool. Man muss da halt bloß nicht zu viel Produkt drauf haben. Das hatte ich bei dem Rot. Zeige ich euch nachher, was ich damit meine. Dann kommt Gelb. Ah ne, das ist Pfirsich. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen sehr orange aus. Aber das ist Pfirsich. Entschuldigung. So, Punkte gemacht. Zeige ich das auch nochmal, dass hier. Weil die Schrift halt so gelb ist, dachte ich, das wäre gelb. Dann nehmen wir jetzt mal einfach mal gelb. Und setzen uns hier ein paar Punkte. Das ist echt super. Einfach ein paar Punkte setzen. So, okay, da haben wir auch. Dann kommt jetzt der letzte. Den habe ich auf so einem anderen Ständer. Einmal schwarz und pink. Dann machen wir zuerst pink. Dann gucken wir mal, wie pink ist. Ich hoffe, es ist schick, weil ich mag pink. Also auf der Tablette sieht schon mal. Oh ja. Das ist so ein richtig, richtig, richtig schönes Pink. Also ein paar Punkte übereinander auch noch machen. Das ist ein richtig schönes Pink.
Jetzt sieht das bei euch gerade so ein bisschen blasser aus, als es eigentlich ist. Jetzt machen wir noch schwarz. Also ihr seht, das ist eigentlich total einfach. Auf jeden Fall braucht ihr eine Schwitzschicht. Das ist bestimmt auch überall irgendwie beschrieben so. Ich weiß, dass bei Online hat auch ein Video ist, wie man die Gele hier benutzt. Die Gele. Die Ink Colors. Aber wir sind kleine Rebellen und gucken da nicht nach. So, also das ist einmal hier mit einer ganz leichten Schwitzschicht. Und das ist halt mit ein bisschen mehr Schwitzschicht. Also mein Aufbaugel hat wirklich eine sehr, sehr, sehr dicke Schwitzschicht. Also das ist wirklich krass. Das sieht auf jeden Fall schon cool aus. Also hier hätte ich auch, zeige ich euch mal, hier hätte ich zu viel Farbe. Und wenn man halt wirklich, einen Moment, wenig Farbe nimmt, na, dann springt das schöner auf, finde ich. Also ich finde, das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Jetzt werde ich einfach mal das Lila hier nehmen. Weil man kann ja auch diesen Ink Cleaner kaufen. Ich finde es eigentlich eine coole Idee, weil alles andere ist in der Pinselflasche und ist so zu machen. Da braucht man nicht extra wieder irgendwie so ein Gläschen zu holen, so ein Dipgläschen oder keine Ahnung. Dann dreht man es einfach auf und ich topfe das jetzt einfach mal rauf. Mal gucken, was passiert. Ja. Vielleicht habe ich es auch schon zu lange trocken lassen. Mal ein bisschen mehr tupfen hier. Ich habe es, glaube ich, zu lang schon trocknen lassen. Einmal ein bisschen cleaner. Pusten, dass es trocknet, aber ich würde das einfach jetzt drauf rum tupfen. Einen Moment. Ich finde, hat das hier schon auf jeden Fall was. Und der Cleaner ist noch nicht ganz trocken. Oder ist er trocken? Fass mal an. Nein, war er nicht. Jetzt haben wir da einen kleinen Fingerabdruck von mir. Das ist doch auch was Schönes. Ja, also ich finde das mit dem Cleaner eigentlich auch eine coole Idee, dass es so zusammen ist. Ja, also ich zeige euch nochmal die Farben. Also ich fand die Farben an sich echt schön. Ehrlich gesagt, ja gut, das Pfirsich ist jetzt halt nicht so ein strahlendes Orange wie das. Es ist eher so ein bisschen ein satteres, sag ich jetzt mal. Nee, nicht satter, sondern gedeckteres. Dann das Grün-Blau, das Blau gefällt mir richtig gut und das Pink natürlich, ne? Das ist, ne? Ist das scharf? Ja. Das Pink ist halt der Knaller, ne? Ist wirklich der Knaller. Also ich finde die Farben echt richtig schön. Jetzt mal hier scharf stellen. Also ich kann die empfehlen bis jetzt. Die funktionieren. Ihr seht ja, gut, ihr seht das hier zum Beispiel, ihr braucht eine Schwitzschicht. Vielleicht habe ich hier, weil das hier wieder zusammengerutscht ist, eine zu dicke Schwitzschicht. Kann auch möglich sein. Ich glaube, man muss ein bisschen gucken, was für ein Gel man benutzt. Ne, also das ist vielleicht, also mein Aufbegehr hat wirklich eine starke Schwitzschicht. Dass man vielleicht nur ein Farbgel benutzt. Ich hätte mal das Hochweiß von Online abnehmen sollen und da das drauf machen. Und nicht wie ein Gellack. Das werden wir beim nächsten Mal einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch zeigen, wie es funktioniert. Also mit euch zusammen ausprobieren, sagen wir es mal besser so. Mit ein paar kleinen Unfällen dabei, die ich aber rausschneiden muss, weil das. Wenn ich dann nur am Fluchen bin. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Nacht und guten Morgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!